So, hallo und herzlich willkommen zum Seven vs. Wild, offizieller Trailer Staffel 4 und meinem besten Senf, den ich da dazugeben möchte. Denn ja, ohne meinen Senf wäre das ja schade. Also erstmal große Beschwerde. Der Trailer ist total unscharf. Also bei fast jeder Einstellung war irgendjemand der Meinung, man müsse die Gesichter der handelnden Personen erkennen. Dabei sind doch die Bäume im Hintergrund die wahren Protagonisten. Aber naja, ich habe mir erlaubt, weil es so lustig war letztes Mal, und damit ich nicht alles verpasse, die Wiedergabegeschwindigkeit zu halbieren. Das heißt, alle Teilnehmer klingen, als wären sie massiv auf Droge. Ich weiß nicht, ob sie das gewesen sind oder ob das jetzt nur der Tatsache geschuldet ist, dass ich halt die Wiedergabegeschwindigkeit... Aber hallo, hey, das Ding ist 2 Minuten und 11 Sekunden. Ja, also was, das geht ja wohl nicht. Das geht ja überhaupt nicht. Also selbst wenn es nur ein Trailer ist. Ein Trailer muss doch eine Mindestlänge von 2 Stunden 48 nicht unterschreiten. Darf der doch nicht. Ich meine, bei so einem langen Projekt, wenn es von mir geschnitten wäre, dann säßen wir 2034 noch hier, ne? Egal. Genug der dummen Witze. Ich möchte tatsächlich einfach ein paar Kleinigkeiten anmerken. Ich habe mir die Mühe gemacht, mir 2, 3 Sächelchen rauszusuchen. Alles andere mache ich jetzt spontan. Also es könnte tatsächlich so den Anschein bekommen, dass ich ausnahmsweise, normalerweise überlege ich es mir ja vorher und kommentiere dann, hier jetzt in diesem ganz seltenen Szenario hier und da vielleicht auch ein ganz kleines bisschen reagiere. Ja? Und wenn ich die ganze Zeit nach hier unten gucke, dann liegt das daran, dass da mein Mikrofon steht. Ja, und ich muss ja mein Mikrofon angucken beim Sprechen. Entschuldigung. So, ich habe übrigens sehr viel Vorfreude entwickelt. Freue mich auf die Staffel. Ich persönlich, ja, die Gruppendynamik führt offensichtlich zu gewissen zwischenmenschlichen Konfliktsituationen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich möchte mich dazu ganz bestimmt nicht äußern und bin einfach gespannt, ob sich das irgendwie im Laufe der Staffel aufklärt. Das wird es ja wahrscheinlich tun, dann wissen wir mehr. Und ansonsten, ja, ist schade, dass das jetzt so eskalieren musste, aber wir sind schließlich im Internet, ne? Gut. Wir gucken jetzt einfach mal ein paar Sekunden da rein. So. Das da ist der Fritz. Und wenn man den halbiert abspielt, dann wirkt er noch epischer, wie er da hier seine tollen Arme verschränkt. Ach, dieser Fritz. Nein, Spaß. Nee, ist ja in Ordnung. Man darf da ja schon so eine lustige Pseudo... ja, ich weiß es auch nicht, aber ist ja schon in Ordnung. So, im Hintergrund haben wir jedenfalls hier schon mal grob die Landschaft. Das heißt, sie befinden sich an einem Hang mit sehr unterschiedlicher Steilheit. Das ist ganz interessant. Und es gibt quasi an nutzbarer Vegetation so ziemlich gar nichts. Diese Graslandschaft hier hinten mit diesen Grasbüscheln, die man da schon so sehen kann, das nennt man, Sekunde, ich habe es mir doch eben gerade extra aufgemacht, Tussock, falls ich das korrekt ausspreche. Das Bild hier, das wäre jetzt so typisch für Tussocks in Neuseeland, die aber halt eben hier jetzt sehr stark ausgeprägt sind. Im Wesentlichen sind das Graslandschaften, die dann halt eben durch einzelne grasartige Pflanzen gekennzeichnet sind, die solche Büschel hier machen. Sowas gibt es eigentlich fast überall in der Welt, so mehr oder weniger. Der Begriff Tussock bezieht sich jetzt aber unter anderem eben wirklich auf Neuseeland. Es gibt australische Tussocks, es gibt auch nordamerikanische. Ist im Prinzip so ein Zwischending von Savanne, Prärie, beziehungsweise da ein besonderes Beispiel. Und eine Pflanze, die in solchen Tussock-Landschaften vorkommen kann, ist tatsächlich Festuca, also beziehungsweise die Gattung Festuca. Das sind die Schwingel in Deutsch, ja, die heißen tatsächlich so. Und Festuca rubra zum Beispiel, das wäre der... Keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. Aber die sind jedenfalls sehr wichtig für unsere sekundär entstandenen Weidewiesen, die wir in Deutschland finden können. Zum Beispiel in den Hochlagen des Schwarzwalds, wo Beweidung seit dem Mittelalter stattfindet und durch diese Beweidung eben Festuca rubra Wiesen entstanden sind, die ja
biologisch durchaus wertvoll sind, eine hohe Artenvielfalt aufweisen. Und Festuca rubra, ja, rubra, habe ich rubra gesagt? Ich hoffe. Ja, durchaus ein wichtiges Ökosystem darstellen. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Punkt, bevor wir Fritz was sagen lassen, um kurz darauf hinzuweisen, dass wir bei Neuseeland, das können wir übrigens auch schön nachlesen bei diesem Artikel hier, circa 85% der 2030 in Neuseeland heimischen Pflanzenarten als endemisch ansehen dürfen. Ja, allerdings lustig ist, es gibt keine endemische Pflanzenfamilie, aber dafür 35 endemische Gattungen. So, jetzt habt ihr keine Ahnung, wovon ich rede. Das Spannende dabei ist, Familie ist oberhalb von Gattung, ne? Also zum Beispiel bei der Buche. Die Buche ist erstmal die Buche, unsere Buche, ne? Rotbuche, Fagus sylvatica. So, zur Gattung Fagus gehört sie natürlich. Und zur Familie der Fagazähen, so rum, ja? Gattung Fagus, da wäre jetzt eigentlich, soweit ich weiß, ist da zumindest in Europa vorkommen, nur die Buche selbst drin. Also Fagus sylvatica. Und oben drüber ist die Familie und das wären die Fagazähen, also die Buchengewächse. So, und jetzt gibt es keine endemische Familie auf Neuseeland, keine Pflanzenfamilie, die nur auf Neuseeland vorkommt, dafür aber dann unter der Familie durchaus die ein oder andere Gattung, die nur in Neuseeland vorkommt. Die Tatsache, dass es keine endemische Familie von auf Neuseeland lebenden Pflanzen gibt, bedeutet, dass Neuseeland noch nicht so lange vom Festland getrennt ist und, ups, nein. Ja, Technik und ich, ne? Maus bedienen kann nicht jeder. Bis vor etwa 200 Millionen Jahren gehörte Neuseeland wie die meisten heutigen Landmassen der Südhalbkugel zum Urkontinent Gondwana. Und 200 Millionen Jahre ist jetzt vegetationsevolutionär nicht so furchtbar lang. Ja, es ist schon ordentlich, aber nicht so sehr. Und deswegen hat sich eben noch keine endemische Familie entwickelt. Und das bedeutet, dass wir Pflanzen in Neuseeland finden, die man woanders auf der Welt das Gefühl hat, schon mal gesehen zu haben. Die mögen dann noch mal ein bisschen anders aussehen, also eine eigene endemische Gattung sein oder gar eine endemische Art, also beziehungsweise das ist noch wahrscheinlicher, als dass es eine endemische Gattung sind. Aber ja, es gibt sie woanders auf der Welt. Und es sind ja auch nur 85% der natürlicherweise auf Neuseeland vorkommenden Pflanzen. Im Übrigen sind es noch der 2300 Pflanzenarten. Im Übrigen sind noch mal circa 2000 Fremdländische dazugekommen, seit wir Menschen da unser Unwesen treiben. So, das wolltet ihr jetzt alles bestimmt total dringend wissen und ihr wollt überhaupt nicht, Entschuldigung, falsche Richtung, dass ich hier mit diesem Trailer weitermache. Aber da sind Pflanzen, ja. Die sind leider unscharf, weil wir ja Fritz angucken müssen. Dabei sind doch die Pflanzen die Protagonisten. Ach, das Leben ist hart. Ich Wieder habe mal für episch, der die Fritz. diesjährigen Teilnehmer. Das nennt man übrigens einen Hero-Shot, in der Kameraführung. Wenn man so ganz leicht von unten, ganz leicht, also fast frontal drauf gefilmt, aber doch ganz leicht von unten, damit die Person mehr ins Bild reinragt. Das kann man natürlich noch mehr übertreiben, dass man noch mehr von unten filmt, dass man richtig schön in die Nasenlöcher reingucken kann. Das wäre dann so ein übertriebener Hero-Shot aus der Froschperspektive. Aber das hier ist eindeutig von der Kameraführung her, der sogenannte Hero-Shot. Szenario eines Flugzeugabsturzes erschaffen. Ja, der Fritz hat im Übrigen auch Drogen. Also alle Beteiligten haben, wie gesagt, bei meiner Version des Trailers hier Drogen genommen. Das ist wohl das Fliegerlein, um das es hier geht. Wie sie das hier schön kaputt gekriegt haben, das werden sie uns bestimmt noch zeigen. Tatsache ist jedenfalls, in diesem Zustand ist das jetzt als Survival Shelter wahrscheinlich gar nicht mal so gut geeignet, wobei ich schon davon ausgehen würde, dass das Ding hier zum zumindest im hinteren Bereich noch zumindest einigermaßen Schutz vor Regen bietet. Jetzt sehen wir ja im weiteren Verlauf des Trailers, den Trailer werdet ihr auch hoffentlich schon mal auf voller Länge und bei normaler Geschwindigkeit einmal geguckt haben, mindestens, dass sie dann doch wohl bevorzugt haben, sich ein Lager vorm Flieger zu bauen, den da hinten irgendwie abzudichten und hier mittels eines Flügels sich dann noch ein Dach dran zu bauen. Das sehen wir auch alles gleich noch. Aber ich finde es wirklich spannend, wo sie den Flieger hingelegt haben, so quasi in den Berghang, als ob er da wirklich rein abgeschossen
abgestürzt wäre, finde ich eine sehr, sehr gute Wahl. Und wir haben im Hintergrund offensichtlich einen dichten, ich vermute, Notophaguswald, also Südbuche bzw. Scheinbuchenwald. Das hier im Vordergrund, da tue ich mich schwer. Da tue ich mich außerordentlich schwer. Je nach Bild sieht es so ein bisschen aus, als sei da Steineibe dabei. Oder halt eben wieder nicht. Aber jetzt machen wir noch mal ein bisschen weiter. Übrigens, bevor jemand hier Angst hat, falls das jemand nicht mitbekommen haben sollte, dass die hier jetzt wirklich hier ein altes Flugzeugwrack hingeschmissen haben. Den Flieger, als sie ihn gekauft haben, war der noch intakt. So, dann haben sie sämtliche Flüssigkeiten, so viel hat der Fritz schon verraten, sämtliche Flüssigkeiten daraus gepumpt, damit hier nicht irgendwelches Öl in der Landschaft landet oder ähnliches. Haben ihn dann geschrottet und da irgendwie hingelegt. Wie genau, keine Ahnung. Aber jedenfalls dürfte die Umweltsünde, die hierdurch entstanden ist, sich sehr in Grenzen halten. Beziehungsweise, wenn man das wieder wegräumt, dann ist das vollständig wieder weg. Und das haben sie wohl hinterher auch wieder weggeräumt. Von daher bitte keinen Herzklabasch da wegen Umweltsünde hier bekommen. Das ist, wenn man das mal kurzfristig dazwischen lagert, wirklich nicht schlimm fürs Ökosystem. Beim besten Willen nicht. Ja, ich finde die Landschaft wunderschön, muss ich gleich mal dazu sagen. Spannend sind eben diese größeren Wälder, die wir hier haben, wenn das jetzt die nähere Umgebung vom Flieger ist und der hier hinten irgendwo am Hang liegt oder wir gerade vom Flieger ins Tal runtergucken oder was auch immer. Das weiß ich jetzt nicht. Für solche genaue Lokalisierung sind andere Leute besser qualifiziert, aber wirklich wunderschön. Interessant ist der deutliche Unterschied der Höhe der Bewaldung je nach Hang. Ja. Und lustigerweise eben auch deutlich zu erkennen, die eine Hälfte vom Tal ist weiß, die andere Hälfte nicht. Das sehen wir gleich in einer anderen Einstellung noch deutlicher. Aber spannend ist auch eben der Verlauf der Wälder, dass die hier so mehr oder weniger den einzelnen Tälern folgen. Vermutlich, weil die da auf diesem Wege irgendwie scheinbar ein bisschen bessere Niederschlagsbedingungen haben. Warum zum Beispiel hier nicht bewaldet ist. Oder nur sehr sporadisch, so mit so einzelnen Bäumchen, das wäre mal ganz interessant. Und auch muss die Hangexposition, also die Richtung des Hanges, wie die Sonne da entsprechend drauf scheint, muss hier massive Auswirkungen auf die Wuchsbedingungen für eben die diversen Pflänzchen da haben. Fritz hat ja was davon gesagt, sie seien auf 600 Metern ungefähr. Ich gehe also mal davon aus, dass das ungefähr hier die Tallage sein wird und dann bis da hoch entsprechend mehr. Das sind wahrscheinlich 150 Höhen. Höhenmeter würde ich jetzt mal grob schätzen bis darauf, ja, aber ganz grob, bin ja auch kein Meister drin, aber ja, vielleicht bis da oben 150. Da hinten schaut es schon wieder anders aus. Die sehen natürlich ein bisschen kleiner aus, sind aber offensichtlich viel höher, weil sie deutlich schroffer sind. Dass die Gipfel hier, beziehungsweise diese generelle Gebirgslandschaft, relativ platt und glatt aussieht, bei so glattem Verlauf der Landschaft, auch gerne mal dieses Wellige und so weiter und so fort, da würde ich schon gewisse glaziale Überprägung vermuten wollen, dass die hier eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber das hier ist eindeutig, dass die Diskussion hatte ich neulich, herzliche Grüße, mit jemandem, der sich da auch sehr intensiv mit beschäftigt hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das verlinken soll oder erwähnen soll oder sonst wie, also lass ich es mal lieber, sonst schreib gerne nochmal hier einen Kommentar drunter, wenn du dich da ein bisschen prominenter auffindbar machen möchtest mit deinem Beitrag. Also da gibt es ein Video dazu, dass meinen Kommentar, den ich meinen ersten Kommentar zur Ökologie von Neuseeland ein bisschen hier und da durchaus völlig zu Recht, ja, und berechtigtermaßen noch ein bisschen ergänzt und richtig stellt. Wie auch immer, jedenfalls ist das hier eindeutig ein V-Tal. Ne? Das ist kein Trogtal, kein U-Tal, dann wäre es so. Das wäre dann typisch Gletscher geprägt. Da haben wir hier eindeutig mit einem durch den Fluss entstandenen Tal haben was hier zu tun. Der Fluss meandriert auch relativ stark. Das ist auch typisch, dass er sich dann auch sein Tal entsprechend selbst ausgekerbt hat. Ja, trotzdem, die Tatsache, dass die Gipfel hier so relativ glatt geschliffen und so weiter und so fort wirken, weisen doch auf eine gewisse möglicherweise glaziale Überprägung hin, die aber offensichtlich nicht hier hochgereicht hat, um hier diese Kämme so wirklich ganz glazial Auswirkungen zu haben. Also dass das Eis vielleicht nur bis hier unten zum Beispiel gegangen sein könnte. Wobei das da hinten auch schon wieder nicht hinkommt. Ah, schwierig. Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus mit der Vergletscherung von Neuseeland, wie die in den jeweiligen Eiszeiten gewesen ist. Ich weiß, dass es welche gab. Also Eiszeiten, Vergletscherung auch. Aber
es ist halt doch eine Landschaft. Irgendwie erscheint sie einem sehr vertraut und dann wieder seltsam fremd. Sehr spannend, wunderschön, toller Ort. Finde ich super, dass sie diesmal auch wirklich einen ansprechenden Ort für Seven vs. Wild gefunden haben. Weil, sind wir mal ehrlich, die Orte, wo das bisher stattgefunden hat, besonders hübsch waren die jetzt nicht. Ja, den See in Schweden könnte man jetzt noch als hübsch ansehen, wenn man nie in Schweden war und nicht gesehen hat, was es da dann tatsächlich hübschen Plätzen gibt. Ja, der war okay. Ja, okay, die kleine Schweden. Wir sind in Neuseeland, in der Südinsel. Wir haben... Ja, das Bild habe ich gesucht, beziehungsweise drauf gewartet. Also wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, je nachdem, welche Hangexposition wir haben. Und zwar, normalerweise ist es ja so, bei uns in Deutschland haben wir einen Südhang und einen Nordhang. Nehmen wir mal an, dass das hier auch Süd- und Nordhang sind. Die Frage ist nur, was ist was? Und das Lustige ist, bei uns in Deutschland ist ja der Südhang der, wenn die Sonne im Zenit im Süden steht, ja, und der Hang nach Süden zeigt und die Sonne steht im Süden, dann knallt die da rechtwinklig drauf. Und wenn die da rechtwinklig drauf knallt, dann ist die Sonnenenergie bzw. die Energie pro Quadratmeter, die da runterkommt, da kann man super Solarzellen aufstellen, maximal. Mehr geht nicht. Ne? Mehr als massive volle Solarstrahlung quasi pro Quadratmeter, abgesehen von dem Zeug, was halt von der Atmosphäre rausgefiltert wird und so weiter. Hoppla, ich verliere Zeug. Also maximale Energieeinstrahlung. Genau andersrum, wenn der Hang so rum wäre und die Sonne kommt hier runter, dann schrappt die Sonne lediglich am Hang so ein bisschen vorbei und der Hang bleibt erheblich kühler und genießt viel weniger Energie pro Quadratmeter, was da direkt ankommt. So, und bei uns, wie gesagt, wenn die Sonne im Süden im Zenit steht, funktioniert der Südhang eben als der warme Hang und der Nordhang als der kalte Hang. Jetzt sind wir ja aber auf der anderen Seite vom Planeten und da ist das genau andersrum. Hier ist der Nordhang, der warme Hang, also der hier, muss man der Maus zeigen, der hier, das ist der warme und der mit weniger Wasser, weil wenn der mal richtig warm wird im Sommer und da wird es im Sommer durchaus auch mal warm, dann verdunstet das Wasser hier erheblich schneller als im Schatten am Südhang. Das muss ich wirklich umdenken, dass der Südhang der kalte Hang ist. Und dadurch, dass das der weniger sonnenbeschienene Hang ist, bleibt da auch Schnee länger liegen oder bildet sich Schnee überhaupt erst mal erheblich flotter. Das ist auf jeden Fall auch Schnee. Ich habe zuerst gedacht, ist das nur raureif, weil verdächtigerweise in den Bäumen selber gar nichts drin ist. Aber ich glaube, das ist einfach schon ein bisschen länger her, dass es geschneit hat, dass von den Bäumen schon alles wieder runter ist. Und zumal das ja Laubbäume sind, ja? Das muss man dazu sagen. Das wird bestimmt nicht alles Steineibe sein, aber das ist ganz schwer zu erkennen. Leider hat ja niemand nette Vegetationsdetailaufnahmen für mich gemacht. Joe, hast du Vegetationsdetailaufnahmen für uns gemacht? Ich hoffe sehr. Aber wirst wahrscheinlich sowieso rumrennen und ein bisschen Pflanzen bestimmen, hoffe ich doch sehr. Von daher, ja, da würde ich mich jedenfalls sehr freuen. Vielleicht hattest du auch mit Überleben zu tun, muss mal gucken. Bin gespannt. Gut, jedenfalls wirklich, wirklich spannend, wie sehr diese Hangexposition, was die für einen gravierenden Unterschied hat. Das ist eine äußerst spannende Vegetation hier. Im Übrigen kann man sich sehr, sehr gut fragen und sehr rumrätseln, warum hier eben der Wald da ist, wo er ist und warum ist da oben keiner. Hängt das damit zusammen, dass man hier tatsächlich, dass die Hänge hier zu steil waren und man nicht hingekommen ist und daher da nicht gefrodet hat, nicht gefällt hat? Aber das wäre hier ja auch der Fall. Oder ist hier der Wald nur weg, weil es hier mal so einen Erdrutsch gegeben hat, bei dem der ganze Hang mit runtergekommen ist. Aber warum ist dann hier noch Wald da? Der allerdings ein bisschen jünger zu sein scheint, beziehungsweise niedriger als zum Beispiel der da. Also das ist wirklich, wirklich spannend. Da kann man ganz viel lustig spekulieren. Ich denke, von diesem Hang werden wir noch ein bisschen was zu sehen bekommen im Laufe der Staffel. Vielleicht kann ich dann auch mal lokalisieren, ob wir jetzt gerade in diesem Hang rumlaufen und vielleicht noch ein paar Innenaufnahmen bekommen, um diese sehr interessante Landschaftsstruktur hier ein bisschen besser zu verstehen. Also hier in dem Fall vermute ich wirklich sehr, dass das Murengänge gewesen sind, einfach mal vor langer Zeit, die hier ein bisschen aufgeräumt haben und sich jetzt aus irgendwelchen Gründen die Wiederbewaldung hier oben zentriert hat. Schwer zu sagen, manchmal bleibt bei einem Murengang auch einfach ein bisschen Boden hängen an Stellen, wo man es gar nicht vermutet, sodass die Wachstumsbedingungen da dann besser sind und da unten durch die Gesamtkraft des jetzt schon in Bewegung sich befindlichen Gerölls mehr weggerissen worden ist, als man vermuten würde und daher die Wachstumsbedingungen hier unten zum Beispiel schon wieder relativ schlecht sind. Es sei denn, direkt in der Rinne
wo sich dann wieder mehr Material, Weinboden gesammelt hat, weshalb da dann schon wieder offensichtlich baumartige Vegetation zu finden ist. Ja, wirklich, wirklich ein ganz spannendes Bild. Da freut sich der Vegetationsökologe. Jetzt Spätherbst. Wir haben übrigens Straßen, ne? Also es gibt schon eine gewisse Infrastruktur. Das ist also keine völlig unbesiedelte Landschaft. Andererseits, wenn sie sich eben da das komplette Schaffarmgebiet gekauft haben, inzwischen hat sich auch herausgestellt, dass es sich um eine Schaffarm handelt. Quatsch. Einfach um eine Farm, Punkt, um eine Farm handelt. Unter anderem sicher auch Schafe, ja, vielleicht haben sie auch noch ein paar Rinder und so weiter. Ich hatte ja mal vermutet, es könnte auch eine Jagdlounge, ein Gebiet, wo gejagt wird, also gejagt wird da sicher auch, aber primär gejagt wird, ob es sich vielleicht um sowas handelt. Das war aber rein spekulativ, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es handelt sich also um eine Schaf, vermutlich Schaffarm, bestimmt, wie gesagt, auch mit ein paar Rindern, ja. Das Winter hier. Gut, Ausrüstung. Offensichtlich gibt es zwei Koffer. Das ergibt so ein bisschen Sinn. Was steht da drauf? Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt neuseeländisch. Das hier sieht so ein bisschen wie so ein Erste-Hilfe-Paket womöglich aus. Oder keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie einen Ausriss... Oder es sind einfach Kamerakoffer. Kann auch sein. Keine Ahnung. Ja, das wäre ja auch realistisch, dass sie einfach zusätzlich noch ein paar Kamerakoffer bekommen haben, damit jeder seine Kameraausrüstung und so weiter hat. Und das ist das Erste-Hilfe-Paket, was unabhängig von der sonstigen Ausrüstung, die sonst noch zur Verfügung gestellt wurde, für jeden Teilnehmer dabei ist. Da hat halt jeder in jeder Zeit ein Erste-Hilfe-Paket bei sich. Das könnte natürlich auch gut sein. Aber da kann ich jetzt nur spekulieren. Interessant ist jedenfalls, dass wir hier schon fast so eine Art Kammeisbildung haben. Das ist wahrscheinlich doch nur raureif, aber auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es Kammeis sei. Kammeis ist, wenn das Wasser im Boden gefriert und sich das Eis ausdehnt, bekanntermaßen tut es das ja, wenn Wasser gefriert, dann dehnt sich das Eis aus, das hat ja ein größeres Volumen als Wasser und dann drückt es das Eis aus dem Boden heraus und es entstehen so kleine Eishalme in Anführungszeichen, die einfach aus dem Boden herauswachsen. Das sieht hier verdächtig so ein bisschen so aus in diese Richtung. Das dürfte es auch auf der Südhalbkugel geben. Naja, aber das muss. Es ist kalt, es ist sehr kalt. Könnte sein. Ah, könnte sein. Ich habe das hier übrigens auf HD. Ich weiß nicht, ob es das auch auf 4K gibt. Bessere Bitrate, ne? Ja, das hilft uns nicht wirklich weiter. Daher, ja, ist halt so. Oder mein Bildschirm kriegt es nicht besser hin, keine Ahnung. Und wir haben sehr, sehr wenig. Also wir wissen, dass sie den Flügel eingesammelt haben, um sich damit einen Windschutz zu bauen. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass das hier die spätere Feuerstelle wird und sie diesen Flügel jetzt hier hinten irgendwie verklemmen, verkeilen und so weiter und so fort und sich dann an diesen Flügel hocken, dann haben sie den großen Vorteil eines Rückenreflektors. Denn wer mal am Lagerfeuer gesessen ist über längere Zeit, wenn es ein bisschen kalt war, der wird festgestellt haben, auf der Vorderseite bist du irgendwann gut toasty und auf der Rückseite frierst du dir im wahrsten Sinne des Wortes den Allerwertesten ab. Und ja, ich habe das böse A-Wort jetzt nicht verwendet. Manchmal komme ich mir kultiviert vor. Gut, und ja, das ist also ganz, ganz wichtig, dass man einen Rückenreflektor hat, das verbessert die oder macht den Aufenthalt am Feuer zum Warmbleiben erheblich angenehmer. Daher ist das eine hervorragende Idee, soweit ich das jetzt erstmal einschätzen kann, diesen Flügel genau dafür zu verwenden. Sie haben ja sicherlich wahrscheinlich noch einen zweiten Flügel irgendwo rumfliegen, den haben sie dann scheinbar wohl später als Dach verwendet. Ich frage mich, ob das hier ein Schlafsack ist. Das sieht, ja. Ja, offensichtlich. Ja, das sind Schlafsäcke. Sie hatten also Schlafsäcke. Ja, das ist ja schon mal gut. Mein erster Gedanke war, meine Fresse, wenn die keine Schlafsäcke haben, dann dürfte das wirklich ziemlich unausstehlich gewesen sein. Dann haben sie ansonsten Rettungswesten, ein Erste-Hilfe-Set oder zumindest glaube ich sehr, dass das sowas sein könnte. Und man sieht später noch den Stefan mit einer bestimmten Form von Axt. Naja, dazu später mehr. Aber ich vermute, dass das Ausrüstungskonzept, mal abgesehen davon, dass zu viele Schlafsäcke da sind, wobei vielleicht gibt es auch nur drei,
die Frage. Aber das Ausrüstungskonzept könnte sehr wohl darin bestehen, dass sie wirklich eine ergänzte quasi Notfallausstattung, die in so einem Flieger vielleicht tatsächlich drin ist. Ich habe keine Ahnung, was wirklich in so einem Flieger drin ist, aber dass das so die Basis ist und davon ausgehend vielleicht noch ein paar extra Goodies dazu gegeben wurden und das ist es. Also dass eben nicht sieben Schlafsäcke, sieben Messer, sieben Feuerstähle, sieben schieß mich tots Töpfe da gewesen sind. Aber ja. Hier haben wir ja jetzt schon einen Haufen Brennholz hinterm Joey. Und wenn wir uns mal umgucken, hier übrigens auch diese lustigen, diese. Moment, ich muss nochmal nachgucken, wie die heißen. Wie heißen die nochmal? Tussock. Tussock, Graslandschaften, ne? Prärieartige Landschaften. Da gibt es übrigens nichts. Also mal abgesehen von Grassoden, die man sich da vielleicht, bin ich immer noch der Meinung, eventuell rausschneiden könnte. Also dass du hier quasi, sofern du eine Schaufel hast, gehst du dahin, stech, 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 stech. Und dann hast du hier quasi so ein Grasziegel und kannst den da rausnehmen und kannst damit zum Beispiel versuchen, dein Flugzeug noch ein bisschen weiter einzupacken, noch mal ein bisschen mehr Mauern. Hier sehen wir übrigens schön, wie sie den Flügel da integriert haben, wenn ich das richtig interpretiere. Da noch ein bisschen mehr Mauer drumherum zu bauen, noch mehr Windschutz gegebenenfalls, das Ganze noch ein bisschen zu isolieren. Grassoden sind durchaus isolierend. Weiß ich nicht, ob sie das gemacht haben. Ich denke, ich hätte da, spontan würde ich sowas in die Richtung versuchen. Das wäre so mein erster Gedanke. Was kann man mit dieser prärieartigen Landschaft anfangen? Man kann Grassoden rausstechen. Voraussetzung ist wirklich, dass man ein halbwegs brauchbares Werkzeug hat oder ein Messer, das man nicht wirklich braucht. Oder dass man stumpf machen kann, sagen wir es mal so. Dann kann man das natürlich auch mit dem Messer rausschneiden irgendwie. Wenn da sehr viele Steine, ist das Schnee oder sind das Steine? Aber wenn sehr viele Steine im Boden sind, wird das natürlich wieder schwierig. Da müsste man eine Stelle suchen, wo das geht. Meistens sind so abgerundete Hügel aber schon mit einer gewissen Humus- bzw. Grasfeldschicht bewachsen, dass man sich da einigermaßen so halbwegs die eine oder andere Grassode rausholen kann. Das ist zumindest meine Nordhalbkugel-Erfahrung. Ja, toll sind auch diese kleinen Waldbüschel da hinten. Das ist wirklich wunderschön, finde ich total. Total toll, dass das mal eine landschaftlich ansprechende Ecke ist. Ja, also unabhängig von ihm hier. Ne? Der Also, was jetzt Herz. auch nicht negativ gemeint war. Ich bin ja auch keine wirkliche Bereicherung der Landschaft, wenn ich mich reinstelle. Das ist völlig normal. Die meisten schönen Naturlandschaften, da muss man schon ausgesprochen ausgewählte Leute reinstellen, damit das Bild noch besser wird. Also, zumindest meiner persönlichen Meinung nach. Seven versus Wild. Ich möchte diese Zeit. Das ist jetzt wieder hier unser Hang, ne? Bisschen rangezoomt. Das war jetzt dieser Erdrutsch, den ich vermute, weshalb da eben kein Wald ist. Klar ist diese Lichtungsfläche. Das könnte vielleicht sogar irgendwann mal kahlgeschlagen worden sein, dass man aus irgendwelchen Gründen da unten irgendwie Holz haben wollte oder gemeint hat, man kriegt das da weg, indem man es in den Fluss schmeißt. Vielleicht, aber das macht man heutzutage eigentlich nicht mehr. Triften. Wenn du Holz in kleinen Teilen in den Bach schmeißt und dann mit dem Hochwasser des Baches, das mit dem man teilweise vorher auch anstaut, runter ins Tal spülst oder in den nächstgrößeren Fluss spülst, das hier würde ich schon auch fast schon als Fluss, Bach, Fluss, schwer zu sagen, so gerade in der Übergangsphase, wahrscheinlich je nach Wasserstand, ne? Jedenfalls, die sind schon nicht so definiert, dass es nach dem Wasserstand geht, aber ist auch egal. Könnte man theoretisch eben das Holz hier transportiert haben, indem man es da reinschmeißt? Hat man bei uns im ausgehenden Mittelalter sehr viel gemacht. Spätestens dann so um 16, 1700 war das eine ganz, ganz übliche Art und Weise, wie man aus den Gebirgen Holz ins Vorgebirge sozusagen transportiert hat. München ist damit zum Beispiel versorgt worden, unter anderem. Ja. Und schaffen. Einfach und das geht wirklich nur, toll. wenn wir als Team heftig arbeiten. Die Stimmung wird gerade. Ja. Das ist diese Axt, die ich gemeint habe. Die kommt mir verdächtig bekannt vor.
aus dem Spiel The Forest, also Videospiel. Ja? Da geht es drum im Wesentlichen, ich habe keine Ahnung, ich kenne die genaue Story nicht, aber du stürzt mit dem Flugzeug ab und deine Startausrüstung besteht darin, dass du in diesem Flugzeug diese Notfallachs, die zur Standardausrüstung des Flugzeugs gehört, allerdings mit einem roten Griff, glaube ich, oder irgendwas ist roter dran, weiß nicht mehr was, die findet man dann da im Flieger und hat die dann als Ausrüstung. Daher jetzt meine Vermutung, jemand, der sich mit sowas auskennt, wird mir das hoffentlich bestätigen oder verneinen können, dass so eine Form von Axt in einer Notfallausrüstung für Flugzeuge wohl tatsächlich drin sein könnte, dass das also aus der Realität gegriffen ist, dass es die in diesem Spiel gibt und jetzt hier scheinbar bei uns in Seven vs. Wild gibt, wahrscheinlich um irgendwie am Flugzeug da rauszukommen, um jemanden rauszuholen oder Ausrüstung rauszuholen, die irgendwie verklemmt ist, dass da dann für diesen Zweck so eine Notfall bei Gefahr Scheibe einschlagen Axt möglicherweise beigegeben ist. Weil zum Holzhacken ist die denkbar ungeeignet. Ich bin zwar sicher, dass der Stefan das schon irgendwie hinkriegt, das da halbwegs klein zu kriegen mit dem Teil, aber eine Axt, die muss ja eine gewisse Spaltwirkung haben. Ne? Also heißt, die Axt muss, ja, das könnt ihr so, glaube ich, ganz gut sehen, wenn du da reinhackst, dann wird die breiter und breiter und breiter und dadurch, je tiefer man reinhackt, desto mehr spaltet die eben das Holz auseinander. Und je breiter die wird, ne, desto spaltender ist quasi die Wirkung der Axt. Und das Ding ist mehr oder weniger über die gesamte Länge nach hinten gleich dick. Das heißt, die hat kaum Spaltwirkung, ist dementsprechend eine relativ miese Axt zum Holzspalten. Aber wäre jetzt für Zwecke des Einschlagens eines Fensters, des Aufbrechens, warum darum wahrscheinlich auch der Haken hinten dran von irgendwelchen Türen oder irgendwelchen, keine Ahnung, was für, sehe ich eigentlich gefährlich aus, wenn ich meine Mini-Axt in der Hand habe, ich hoffe nicht, von irgendwelchen, keine Ahnung, Küchenschränkchen, Hucheräschlis im Flugzeug, ich habe keine Ahnung, was Flugzeug auf Schweizerdeutsch heißt, aber ja, es könnte da einen gewissen Zusammenhang vielleicht geben. Ansonsten Holz stelle ich mir als, nein, die haben da hinten ja einiges an Holz rumliegen, aber ich glaube, sie werden wirklich eine Weile beschäftigt gewesen sein, wenn sie beim Flugzeug geblieben sind, was sie zumindest teilweise sind. Man weiß ja nicht, ob sich die Gruppe aufgeteilt hat oder nicht. Oder wer wann wie draußen war oder ob überhaupt jemand draußen war und kein Schimmer. Da ist ja noch nichts durchgesickert in dieser Hinsicht, aber in jedem Fall, wenn sie am Flugzeug geblieben sind, werden sie wahrscheinlich mögliches Brennholz ziemlich weit haben ranschaffen müssen. Denn in der näheren Umgebung sehe ich erstmal wenig Anlass. Es gibt im Hintergrund bei ein paar Szenen so einen vertrockneten Baum. Den sehen wir nachher bestimmt nochmal. Den werden sie bestimmt früher oder später auch mal ein bisschen klein gemacht haben. Aber du kannst ja nicht irgendwelches Holz verheizen. Das müssten wir inzwischen alle gelernt haben. Sondern es muss halt Totholz sein, das schon einigermaßen trocken ist, damit das halbwegs vernünftig brennt. Aber offensichtlich hier haben sie zumindest mal Holz. Joe hat auch irgendwo erklärt, und das ist auch eine Regel, die ich mir zu eigen gemacht habe, beziehungsweise schon häufig in anderer Survival-Literatur gelesen habe, dass man sinnvollerweise sich sein Brennholz erst von weiter weg holt, wenn man stationär irgendwo sein Lager hat und das auch nicht verlegen möchte, damit man im Fall, dass man später schwach wird, wenn das länger dauert, das Ganze, oder mal krank ist und so weiter, dass man dann zum weiteren Sammeln von Brennholz nur in die nächste Umgebung rennen kann, braucht. Das ist das richtige Wort. Also das wäre vielleicht, abgesehen davon, dass man sich natürlich auch einfach einen gigantischen Vorrat anlegen kann, was auch wieder ein bisschen problematisch ist, weil wenn das da so schön gespalten und so weiter und so fort da liegt und jetzt regnet das da ständig drauf, dann gibt es da mehr Holzfeuchte im Holz, als wenn man das Holz noch im nicht gespaltenen Zustand einfach an dem Ort stehen oder liegen lässt, wo man sein Totholz später als Brennholz eben herbekommen hat. Also einen zu großen Haufen, der nicht wettergeschützt gelagert werden kann, boah, meiner Erfahrung nach vielleicht nicht unbedingt immer ganz, ganz toll. Jetzt ist die Frage, haben sie noch irgendeine Plane, die sie da drüber schmeißen können oder nicht? Und das weiß ich ja natürlich alles nicht. Vielleicht künstlich am Leben erhalten. Ja, die Droge will ich auch. Aber hier
Entschuldigung, nein, es ist einfach lustig, wenn man die, hat nichts mit Stefan zu tun, gar nichts, aber es ist einfach lustig, wenn man die Geschwindigkeit runterdreht. Notophagus, das hier ist vermutlich Notophagus, die heißen auch deswegen Südbuche, weil halt die ersten Leute die Nordbuche kannten und die ersten Botaniker, die so in diese Richtung nach Süden unterwegs waren, eben auch solche Wälder hier gesehen haben und die erinnern vom Erscheinungsbild und übrigens auch vom Stamm her doch sehr an unsere Buchenwälder. So, und da müssen wir jetzt nochmal hier kurz die Botanik anschauen. Schwingel hatten wir, Koniferen kommt nachher. Das war nochmal ganz was anderes. Wo habe ich es denn? Hier. Scheinbuchen. Ja? Scheinbuchen können so aussehen, können so aussehen. Das ist zum Beispiel jetzt schon mal so ein ganz besonderes Exemplar, Magellan-Südbuche. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die genau jetzt vorkommt. Hat einen weißlichen Stamm, heißt deswegen Betuloides. Heute ist mit schlau aussprechen nicht so weit her. Von Betula, ne, von den Birkengewächsen her abgewandelt. Man hat auch zuerst gedacht, die gehören irgendwie zu den Birkengewächsen, die Südbuchen. Und das hat eine Weile gedauert, bis man die überhaupt botanisch richtig einordnen konnte. Und wenn ihr euch jetzt mal die Früchte anguckt, ja, die sehen doch sehr verdächtig nach Bucheckern aus, wie wir sie auch kennen. Die Blätter jetzt hier nicht so wirklich, ne, jedenfalls nicht nach unserer Buche. Und da gibt es schon Ähnlichkeiten. Und darum hat man sich eben auch aufgrund der Ähnlichkeiten und dann später auch noch genetisch bestätigt darauf geeinigt, dass die Ordnung hier Buchenartige immer noch ist. Bei den Buchenartigen Vagales, das ist halt eben eine relativ große Ordnung, wo alle so halbwegs, zumindest mal früher so eingeordneten, buchenartigen Pflanzen dazugehören. Und innerhalb eben dieser Ordnung der buchenartigen haben wir dann die Buchengewächse, beziehungsweise die Phagazäen, ne? Und eben die Scheinbuchengewächse, die Notophagazäen, glaube ich. Ja, irgendwie so. Steht hier nicht auf schlau. Achso, da unten steht es ja. Ja, genau. Und das ist total wichtig für Botaniker. Ja, das müsst ihr jetzt einfach zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Wunderbare, schöne kleine Blättchen. Es gibt die Dinger in laubabwerfend und nicht laubabwerfend, also immer grün und wechselgrün. Und ich habe leider noch keinen Schimmer, weil man die einfach nicht so richtig schön sieht, was das hier für welche sind. Da kommen ein paar in die nähere Auswahl, aber bevor ich mich jetzt haut, weil ich jetzt noch weiter über Südbuche referiere, dazu sei gesagt, die haben brauchbares Holz. So ziemlich jede Südbuche hat ein nutzbares Holz. Das dürfte also ein durchaus gutes Brennholz abgeben, wenn man da eine abgestorbene findet. Die dürften als Bauholz einigermaßen geeignet sein, zumindest um halt lange Stängel rauszuhacken zur Not, um damit irgendeine Konstruktion zu bauen. Das müsste gehen. Holz ist ganz ordentlich, das heißt, die sind relativ schwer, um dann so einen langen Stängel zu transportieren, müsste man dann so 2-3 Nasen sicherlich investieren, die das dann hinterher tragen, je nachdem was für Nasen. Wenn das jetzt ein paar Flying Uwes sind, dann reichen vielleicht 2. Wenn das, ohne das jetzt böse zu meinen, Selfie Sandras sind, dann braucht man vielleicht mehr als 2. Andererseits, das könnte durchaus sein, dass die relativ stark ist, weiß ich nicht. Ne? Ja, aber die Wälder erinnern doch sehr an unseren Buchenwald. Das kann von Interesse sein, um sich hier zum Beispiel, sofern das dann von den Böden her nicht sofort sofort umgewandelt wird, könnte es hier auch einen gescheiten Humus am Boden geben. Ein Humus ist interessant, insbesondere die Laubstreu vom Humus, um, sofern es dann gerade trocken ist, sich damit zum Beispiel ein schönes Bettchen auszupolstern, wenn man nichts Besseres findet, weil großartig viele Tannenzweige zum Beispiel, Tannentriebe, die sich zum Beispiel sehr gut für eine Matratze eignen. Bei uns im Wald wird es hier wahrscheinlich nicht geben, wenn überhaupt, dann von der Steineibe Zweige. Aber falls das immer grüne Buchen sind, und das vermute ich ja ehrlich gesagt ein wenig, weil sonst sind die ja sehr grün, verdächtig grün. Und es ist schon sehr spät im Jahr, da es ja offensichtlich auch Schnee gegeben hat und so weiter. Also wenn die wechselgrün wären, dann wären sie verdammt spät dran und da würden einige der Blätter wahrscheinlich erfrieren. So
die dann eben nicht auf Dauerhaftigkeit ausgelegt sind. Daher werde ich bei meiner folgenden Recherche, mit was für Steinbuchen bzw. Südbuchen es sich hier handelt, mir mal die immergrünen Arten genauer angucken müssen. So, lassen wir den Stefan hier mal zu Wort kommen, bzw. Ja, der sagt ja irgendwas von wegen Team und so weiter und so fort. Das brauche ja nicht ich kommentieren, da habe ich ja keine Ahnung von. Ihr wollt ja was zu Bäumen hören, ne? Und der hockt hier offensichtlich in einem ähnlichen Wald. Von der Zusammensetzung her, nicht den Hugo scharf stellen, die Bäume. Wir sehen hier ein ganz kleines bisschen Waldboden da unten in der Ecke. Der sieht leider mau aus, da liegt jetzt kaum irgendwelches Laub rum. Das würde dann bestätigen, dass die vielleicht, wobei die hier wiederum jetzt so aussehen, als wären sie fast laubabwerfend, weil da kaum noch was dran ist. Oder sind das jetzt irgendwelche seltsamen Steineiben? Aber so eng beieinander kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht ist das auch nur der Weg. Schwierig, ich möchte mehr Waldboden sehen. Hugo, bitte nächstes Mal nach unten. Ja. Ich spreche es lieber auf. Ja, der da weiß das natürlich, aber der hat es mir auch noch nicht verraten. Man könnte auf den ersten Moment meinen, dass da hinten seien Koniferen, ne? Also Nadelbäume. Ganz schwer zu sagen. Diese Südbuche hat halt teilweise wirklich so richtig winzige Blätter. Vom Habitus her scheint mir das schon eher koniferenmäßig. Gucken wir uns eine Steineibe mal kurz an. Das wäre hier die wahrscheinlichste Steinarbe, die wir da erwarten dürfen, soweit ich das bisher rausgefunden habe, nämlich Podocarpus cunninghami. Könnte durchaus sein, dass die da rumsteht und das kommt vom Habitus her ungefähr hin. Jetzt sind die da unten viel kleiner, die wir da aber gerade gesehen haben. Aber wenn wir zum Beispiel uns mal die Spitze angucken, wie die Verzweigung hier funktioniert, nach welchem Verzweigungsmuster, dann, falsche Richtung, das passt einigermaßen, könnte sein, aber ich traue mich noch nicht so richtig. Steineiben haben übrigens den großen Vorteil, dass sie im Detail so aussehen und da diese lustigen kleinen fleischigen Zapfen dranhängen können und die sind essbar. Ja, also die Podocarpus-Zapfen, die kann man tatsächlich essen. Ich habe erstaunlich wenig dazu gefunden zu Gift, was möglicherweise in den Nadeln drin ist bei den Podocarpera-Zähnen, aber mindestens der Aurillus, also der fleischige Samenmantel des Samens, der ist essbar. Ja, also ähnlich wie bei unserer Eibe, bei Taxus. Taxus und Podocarpus sind übrigens nur sehr entfernt miteinander verwandt. Wenn wir hier zum Beispiel mal in diesen einfachen Wikipedia-Stammbaum der Koniferen reingucken, dann sehen wir, das Zeug ist alles ausgestorben, das interessiert uns alles nicht. Dann sind hier auch schon die Podocarpera-Zähne. Ja, also das sind unsere Steineiben. Da gibt es dann noch theoretisch hier die anderen Steineiben. Ganz ehrlich, was es bei uns in Deutschland nicht gibt. Ich bin gelernter Förster, so von der Ausbildung her. Ne? Forstwissenschaftler, ja. Aber wir beschäftigen uns wenig mit Pflanzen, die jetzt völlig woanders vorkommen. Ja? Aber die beiden hier, das sind eben quasi die zusammengehören. Und die haben erstaunlich wenig zu tun. Also am nächsten verwandt noch mit den Araucarien. Araucarien, das ist auch so ein Wort, was ich immer nicht aussprechen kann. Das sind so schuppenlaubige Koniferen, die auf der Südhalbkugel vor allen Dingen vorkommen. Gibt es auch inzwischen bei uns im Garten immer mehr. Die wachsen auch immer besser, weil wir immer heißer kriegen. Und erst eine große Abzweigung später kommen wir zu diesem ausgestorbenen Zeug hier und unseren Pinazäen. Pinazäen, das sind die Kieferngewächse, die sind alle essbar durch die Bank, also zumindest die Samen. Da kann man sich nicht mit vergessen, ganz zu verwechseln mit den Taxaceae. Das sind dann die berühmten Eibengewächse und die sind dann halt quasi alle giftig, die richtigen Eiben. Das Zeug hier übrigens auch, soweit ich weiß. Oder zumindest würde ich nicht erstmal spontan nicht reinbeißen wollen. Dann haben wir hier eigentlich von dem Kram, der noch nicht ausgestorben ist, dann nur noch die Zypressengewächse. Die sind auch alle nicht essbar. Mal mehr, mal weniger giftig, aber in keinem Fall eine gute Idee reinzubeißen. Und dann die Dinger hier, ist die Schirmtanne. Die Schirmtanne. Ja? Da gibt es keine mehreren, sondern das ist nur einfach eine. Die können wir, glaube ich, weitestgehend ignorieren. Aber das nur mal so als Hintergrund. Die Podocarpera-Zähne sind also nicht direkt verwandt mit den Taxa-Zähnen. Ne? So, das wolltet ihr gerade wissen, gell?
dachte ich mir, dass das super spannend gewesen ist. Es tut mir leid, aber ich muss das jetzt erzählen. Das ist total interessant. Das ist immer ein ganz anderes Ökosystem mit ganz, ganz anderen Pflanzenfamilien. Und abgesehen davon, dass es da auch irgendeine Form von Rose und damit Hagebutte gibt. Ja, also allzu viel zu fressen wird, glaube ich, auch er hier nicht gefunden haben. Ja? Ich traue ihm ja viel zu. Aber wo du hier was zu essen ausbuddeln möchtest, ist mir wirklich ein Rätsel. Als dass er sich aufbaut und dann zu mir klarkommt. Er lallt schon vor lauter Hunger, ne? Oh Mann, ich muss mir das abgewöhnen. Ganz offen gesagt. Ne? Also hier vom Habitus her würde das eher zu einer Steineibe passen. Das ist wiederum ganz klar eine Scheinbuche. Und ich wüsste jetzt nicht, dass die beiden zusammen jetzt irgendwelche nennenswerten Mischbestände bilden, wobei das hier natürlich nur ein Reliktwald ist und dann kann es natürlich auch wieder ganz anders ausschauen. Das hier unten am Fluss dürften jedenfalls Rosengewächse sein, wo auch Hagebutten dranhängen. Ist interessant, dass die direkt mehr oder weniger am Fluss wachsen. Eigentlich sind rosa Zähne nicht unbedingt jetzt besondere Auenpflanzen. Fällt mir spontan keine ein, die da besonders heraussticht, aber wie gesagt, andere Hälfte der Erde mag da ganz anders ausschauen. Ja. Haben wir auch schon woanders gesehen, dass super. Die scheinbar am Fluss rumstehen? Oder kann man nochmal einen schönen Felsen? Nein, kann man nicht, ist viel zu unscharf. Aber hier kann man schön die Schieferung des Geländes erkennen. Ja, also wir haben es hier offensichtlich mit Grauwackenschiefer zu tun. Das bedeutet im Übrigen auch, ja, ich mache dauernd Pause. Guckt einfach was anderes, wenn es euch stört. Mal unter uns, ne? Das heißt, unten am Fluss könnte man vielleicht ein bisschen Ton finden. Eigentlich, Grauwackenschiefer ist ein Tonschiefer, wenn der genügend verwittert und deren Verwitterungsprodukte natürlich immer ganz unten landen, sprich im Fluss, dann könnte man da vielleicht so ein bisschen was in diese Richtung finden. Andererseits bei den Temperaturen fröhlich im Wasser rummanschen und sich Ton besorgen, um hier eine Tonmauer fürs Flugzeug zu bauen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist und ob das überhaupt notwendig ist, nachdem man da ja so einen schönen Flügel rumliegen hat. Ne? Wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo fährst. Das wurde wohl ernst. Oh, jetzt. Ja. Bin mir immer noch nicht sicher. Aber ich tippe schon drauf, dass das eher mehrstämmig. Das könnte natürlich auch. Ach Mann, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Hoffentlich kriegen wir die irgendwann nochmal richtig schön von Namen. Worden sind ich mindestens. Ja, das sind unsere Hagebutten hier. Also das habe ich ja schon eben gemeint, dass die da unten im Flussbett wahrscheinlich die Hagebutten sein werden. Hagebutte ist mit Sicherheit die einfachst zu bekommenste Kalorienquelle, die hier in der Umgebung zu finden ist. Sind das jetzt furchtbar viele? Sind das nicht furchtbar viele? Ich hatte ja im Vorfeld von den Kommentaren, den die Teilnehmer so abgegeben haben, hatte der Stefan ja gemeint, Hagebutten gab es da jede Menge. Und der Joe hat gemeint, Hagebutten gab es da nicht so viele. Und wenn jetzt das hier, das Hagebuttenvorkommen ist, das jede Menge sein soll und dann nicht weiter oben am Bach nochmal ein ganz gigantisches Vorkommen und da weiter unten am Bach nochmal ein gigantisches Vorkommen ist, dann ist das jetzt nicht unbedingt jede Menge, aber wir sehen hier natürlich nicht direkt die gesamte Umgebung. Da die Hagebutten aber offensichtlich aufs Bachbett oder beziehungsweise Bachnähe beschränkt sind, das kann kein Zufall sein, dass die so nah am Bach wachsen. Das ist dann immer erhöhten Wasserbedarf geschuldet und diese Form von Rose, also Hagebutten ist gleich Rose, ist offensichtlich eine, die eine gute Wasserversorgung benötigt, dann werden wir die oben am Hang nicht finden, sondern wirklich nur entlang dieses Flusses. Und dann dürfte eigentlich das Ausbreitungsgebiet relativ begrenzt sein, beziehungsweise selbst wenn sie einen Kilometer den Fluss rauf und einen Kilometer den Fluss runter laufen dürfen und dann noch ein paar von den Dingern finden, die Mengen von zig Kilos an Hagebutten, die es bräuchte, um so richtig schön satt da durchzukommen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das hier zusammengekratzt bekommen haben. Und was der Joe auch noch angemerkt hat, so ganz allgemein zu Hagebutten. Die wilden, also die richtig wilden Hagebutten, die haben nicht so viel Fruchtfleisch wie das, was man bei uns teilweise aus der Hecke holen kann. Also da ist dann wirklich nicht so viel dran, was Kalorien angeht. Man kann natürlich die Samen unter gewissen Umständen, wenn man sie geröstet hat, damit Gifte abgetötet sind, kann man die auch noch mit verzehren. Das bringt dann auch noch mal einen kleinen Energieschub, vor allen Dingen auch ein bisschen Fett. Aber allzu viel sehe ich nicht, wo das hergekommen sein soll. Was man aus dem Bach rausholen kann, ich habe keinen Schimmer. Das weiß ich schlicht nicht. Ne? Also sobald die Wasseroberfläche anfängt, hört meine Fachkenntnis auf. Der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden.
Und diese Büschlein hier, das sieht so ein bisschen aus, als könnten das irgendwelche Beerenbüsche sein. Es gibt durchaus verschiedene Beerenbüsche auf Neuseeland, aber in diesem fortgeschrittenen Stadium des Herbstes bis fast schon zum Winter haben die meisten Beerenbüsche, außer Rosazäen, bei denen hängt das noch bis in den Winter rein, eigentlich regelmäßig. Da gibt es ganz viele Beispiele aus der Gruppe der Rosengewächse, wo das so ist, aber viele Büsche machen das eigentlich nicht unbedingt. Unbedingt, dass das da so lange dran hängt. Also, was heißt viele Büsche? Einige. Immer Vorsicht mit den Quantifizierungen, ja. Da hat es übrigens ein bisschen Schwemmholz. Das wäre, vermute ich zumindest, dass das anteilig auch Schwemmholz sein wird. Gibt erstmal ein Indiz dazu, wie schnell dieser Bach hochsteigen kann, wie viel Hochwasser der bekommen kann. Also offensichtlich schon mehr oder weniger auch diese ganze Steilwand, die ist ja entstanden durch mal ein Hochwasser, das offensichtlich bis fast da oben hin gereicht hat. Oder zumindest ein bisschen Stück weit da oben hin und der Rest könnte runtergebrochen sein. Aber anhand des Bewuchses kann man auch sagen, dass das schon eine Weile her ist. Also das ist ein wenn dann ein sehr, sehr seltenes Event. Muss man jetzt nicht unbedingt eine Höhle reingraben. Joey Kelly, ne? Also nicht Höhle da reingraben, aber sowieso schon passiert, falls er das gemacht hat. Die Chancen, dass das allerdings in den nächsten Tagen überschwemmt wird, wo die Kandidaten da gewesen sind, dürfte sehr, sehr, sehr gering sein. Wenn es Hochwasser gibt bei solchen Bergpächen, dann gibt es das ohnehin im Frühjahr und nicht bei Anfang Winter. Das ist so ziemlich die Jahreszeit, wo wir am wenigsten mit Hochwasser zu rechnen haben. Das dürfte auch auf der Südhalbkugel so sein. Und hier können wir so ein bisschen mal die Blätter und in Kombination mit dem Stamm von so einer Südbuche halbwegs zu sehen bekommen. Machen wir noch mal ein kleines bisschen zurück. Ja, ich kann Plus und Minus drücken, ich weiß. Trotzdem, ja, ne? Es erinnert schon sehr an Buche, gerade auch mit dem Stamm da hinten. Hier haben wir noch ein bisschen Geröll und so weiter und so fort. Keine Ahnung, wo er da genau hockt, aber das sieht schon sehr schieferig aus vom Stein her. Auch hier schön zu sehen, relativ dicke Schieferplatten, die sich da gebildet haben. Wir haben hier sowas, was verdächtig nach Blechnums Bikant aussieht. Ich warte ja immer noch darauf, dass Joe mir endlich erklärt, wie man Farn essbar machen kann. Dann weiß ich auch, was man mit Blechnums Bikant so anstellen kann und ob der zu den Farnen gehört, die man irgendwie essbar bekommen kann. Wie auch immer, sieht verdächtig, das Bild ist zu schlecht, um das wirklich sagen zu können, aber das ähnelt doch sehr an den Rippenfarn. Und meines Wissens gehört tatsächlich der Rippenfarn eben zu den wenigen Pflanzen, die man tatsächlich so überall findet. Und würde mich nicht überraschen, wenn der auch auf Neuseeland anzutreffen wäre. Jedenfalls gibt es ihn definitiv auch auf der Südhalbkugel. Generell, oder irgendwas, was sehr stark mit dem guten Zeug da verwandt ist. Ja, Wasseransprache, nur mal die Fließgeschwindigkeit ist schon mal schön. Ja? Jetzt muss man gucken, also wir können ja nicht viel sehen, was die Trübung vom Wasser angeht, was Färbung vom Wasser angeht. Erkennen wir hier logischerweise auf dem Bild alles nicht, aber wir wissen zumindest, dass die Fließgeschwindigkeit schön ist. Wir wissen auch, dass es im Wasser wahrscheinlich allein schon der Fließgeschwindigkeit geschuldet scheinbar keine Vegetation gibt. Jedenfalls können wir hier keinen erkennen, dass da nicht Wasserpflanzen drin sind. Und das ist auch schon mal ganz gut. Weil wenn wir Wasserpflanzen im Wasser haben, dann müssen die Wasserpflanzen ja von irgendwas leben. Und das heißt, es hat irgendwelche Nährstoffe im Wasser. Und wenn irgendwelche Nährstoffe im Wasser sind, dann ist da auch meistens irgendwer im Wasser, der mit diesen Nährstoffen was anfangen kann. Und da der nicht von uns gegessen werden möchte, wehrt er sich da vielleicht dagegen. Wenn es ein Bakterium ist, dann macht es uns möglicherweise krank. Zum Beispiel. Ja, das ist jetzt natürlich stark vereinfacht dargestellt, aber besser aus einem Bach saufen, in dem man kein sichtbares Leben finden kann, als ein Bach, wo man jede Menge sichtbares Leben drin finden kann, auf den ersten Blick. Denn wie gesagt, das muss sich von irgendwas ernähren und meistens etwas, das kleiner ist als es selbst. Und da könnten dann durchaus irgendwelche ja, eukaryotischen Einzeller oder bakteriellen Verunreinigungen potenziell drin sein. So schöne Sachen wie Giardia gibt es, glaube ich, auch in Neuseeland, wenn mich nicht alles täuscht. Will man nicht haben, macht keinen Spaß. Ich hoffe, ich hasse Natur und Wildnis Ja, ich eigentlich. hasse auch Natur und Wildnis. Hier hinten haben wir die Rosen. Hier hängen sogar noch so ein paar Hagebutten dran. Was mache ich hier? Ja, da waren sie. Moment.
hier offensichtlich Hagebutten zu finden. Die sind gar nicht mal so klein. Ob sie halt eben viel Fruchtfleisch haben, das sehen wir hoffentlich auch nochmal in irgendeiner Nahaufnahme, inwiefern die was taugen. Allzu viele werden es nicht sein. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon ein abgeernteter Busch ist oder nicht. Aber wenn die alle so aussehen wie der da, dann können wir uns ungefähr ausrechnen, dass es schmale Kost gegeben haben dürfte. Ob da was zu jagen gewesen ist, nur weil theoretisch Tiere im Gebiet sind, das hängt halt eben auch von der Ausstattung zur Jagd ab. Wenn in dem Flugzeug zufällig noch ein Gewehr drin gewesen ist, am besten eine Flinte, dann würde ich es dem Joe schon zutrauen. Vielleicht kriegt der Stefan da auch was geschossen. Ich weiß nicht, ist er Jäger? War er mal Jäger? Weiß ich gerade gar nicht. Jedenfalls dürfte er mal eine Schusswaffe in der Hand gehabt haben. Ex-Soldat ist er ja jedenfalls auch. Und beim Rest, glaube ich, ist keine nennenswerte Jagdausbildung vorhanden. Bei Joey Kelly sicher auch nicht. Wüsste ich nicht, dass der Jäger ist. Oder mal war. Gut. Aber so viel zum Thema, wie viel Nahrung gibt es durch Hagebutten. Das ist so. Ja, hier hinten können wir übrigens schön sehen, es kann bei solchen Situationen, wenn man in einer verschneiten Landschaft unterwegs ist und in einer verschneiten Landschaft hat es vereinzelt Bäume, kann es eine sehr gute Gelegenheit sein, sich eine Stelle zu suchen, wo man den Schnee wegkratzen möchte, damit man mal auf den Boden kommt, aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Wenn man sich dafür so eine Stelle aussucht unter einem Baum. Jetzt könnte man meinen, ja klar, liegt da kein Schnee, da ist ja auch der Baum im Weg, deswegen konnte ja da auch kein Schnee hinfallen, weil da ja alles auf dem Baum gelandet ist. Richtig. Aber angenommen, da wäre mehr Schnee, dann wäre trotzdem deutlich weniger Schnee hier im Wurzeleinflussbereich unseres Baumes, weil der Boden wird auf jeden Fall sehr tief flachgründig sein. Das heißt, die Wurzeln kommen nicht tief runter, die Wurzeln sind also nah an der Erdoberfläche. So, und jetzt hat so eine Wurzel die wundersame Eigenschaft, dass sie atmet. Atmung im biochemischen Sinn ist nun mal ein Prozess, der Energie umsetzt. Und dabei wird, wenn ATP zu ADP reduziert wird, ist es eine Reduktion? Weiß ich gerade gar nicht. Na egal. Jedenfalls ein Phosphat abgespalten wird vom ATP, dann gibt es auf jeden Fall Energie, die da frei wird. Und das erzeugt Wärme. Und deswegen erzeugen Wurzeln Wärme. Und der unmittelbare Bereich mit vielen Wurzeln, sofern die jetzt nicht aus dem Boden rausragen und einem beim Schlafen den Rücken pieksen, kann tatsächlich ein Hauch wärmer sein von der Bodentemperatur, wenn man jetzt gar nichts weiter hat an Bodenisolation oder sonst irgendwie und nichts weiter weiß über die Landschaft. Und insbesondere, wenn da schon Schnee liegt und man möchte ihn zur Seite schaufeln, wenn man nicht auf dem Schnee übernachten möchte, was gar nicht so schlimm ist, weil der auch ein Stück weit isoliert. Aber angenommen, man möchte das aus irgendwelchen Gründen nicht und kann das gut begründen, dann besser unterm Baum schaufeln als irgendwo mitten dazwischen. Und schon gar nicht am Rand von der Krone, weil da dann ja der Schnee dann gerne mal runterfällt und sich dann eher so Schneeverwehungen um die Kronenprojektionsfläche, nennt man das übrigens, diese Fläche, die hier gerade frei geworden ist, drumherum besonders viel Schnee sich ansammelt. Also, auch hier wieder, die Kamera, das ist katastrophal, da sind immer noch viel zu viele Köpfe im Bild. Ich bin ein böser Mensch. Mich würde halt wirklich der Wald interessieren. Aber spannend sind halt diese Gipfel, die heben sich schon von der Umgebung ab. Da ist offensichtlich kein Gletscher drüber gegangen. Also ich bleibe bei meiner Theorie, dass die höheren Berge da hinten aus dem Eis rausgeragt haben und diese hügelige Struktur der Gesamtlandschaft, wirklich diese geschwungenen Hügel in irgendeiner Form mit einer zumindest kurzen Phase der Vergletscherung vielleicht zu tun haben. Da gibt es doch so eine Geologin, die von Salzwasser nicht so viel Ahnung hat. Das war jetzt absichtlich provokant. Wenn die dazu vielleicht mal was sagen kann, wie diese Landschaft hier bitte schön entstanden ist. Ne? Ich bin nur Forstwissenschaftler. Ich bin zwar im Bereich Geologie in die Extravorlesung gegangen, aber das war es dann auch. Ich kann nicht auch nicht mehr. Gandalf! Am dritten Tage kommt er angeritten, allerdings ist es ein Sonnenuntergang, daher kann es doch nicht Gandalf sein. Aber wenn es ein Sonnenaufgang wäre, dann wäre da bestimmt Gandalf jetzt angekommen. Gandalf von Gandalfarando, dem Lieferdienst der Istari, der besonders hell leuchtende Big Macs ausliefert oder sowas in die Richtung.
dann mit McDonald's in Verbindung zu bringen, ist einfach nur Frevel, ich gebe es ja zu. Aber ja, also die Landschaft sieht schon wirklich halt überraschend kahl geschliffen aus. Das mag ein Bachtal sein, ja, es ist schon eher ein V, aber so eine gewisse glaziale Überprägung, schwer zu sagen, dass jetzt nicht direkt der Gletscher durch ist, aber ich tue mich schwer. Aber ich meine vom Gefühl her, dass da irgendwie, ja, ich lasse es. So, wir haben die Hälfte geschafft. Herzlichen Glückwunsch, seid ihr noch da? Ja, irgendwie ist der Fritz da auf YouTube oder was immer er da genau treibt. Also, wir haben hier auf jeden Fall so lustiges Polstermaterial. Das hatte ich ja auch schon vermutet, dass sie aus dem Flieger gegebenenfalls irgendwelches Polstermaterial ausbauen werden. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee als Unterlage zum Drauflegen, was, wenn mich nicht alles täuscht, ist, dass der Uwe, glaube ich, ne? Keine Ahnung, aber ich vermute mal. Und sie haben komischerweise so seltsame Handschuhe. Das ist wahrscheinlich noch dem Safety Kit. Irgendwo war mal im Bild, ich glaube, sowas ähnliches wie ein Gummistiefel, wenn ich das richtig erkannt habe. Also ich frage mich wirklich, was sie an Ausrüstung haben werden. Das sieht zum Teil ja schon sehr interessant aus. Aber ein Grassoden-Bett, es hat sich jedenfalls keiner gebastelt. Als Bett auch nicht so ideal. Irgendwelche größeren Mengen an Buchenlaub, die dann laubabwerfend sind, haben sie offenbar auch nicht gefunden. Könnte eine kalte Nacht gewesen sein. Und was ist jetzt mit den Schlafsäcken? Weil Schlafsäcke gab es ja irgendwo. Sind die wieder verschwunden oder gibt es da nicht für jeden einen? Oder hat die jemand geklaut? Das wäre ja potenziell auch möglich. Im Grunde wäre Ausrüstung klauen und mehrere Lagerbildung wohl etwas, was rein von den Regeln her nicht verboten wäre. Das tiefste Seven vs. Wild. Ich kann da jetzt nicht ganz zuordnen. Das ist schon die eine Seite vom Flieger. Was ist das da für eine Klappe? Keine Ahnung. Aber jedenfalls hier hinten müsste dieser Flügel sein, den sie da eben als Wärmereflektor hingebastelt haben. Und wenn jetzt hier in der Mitte das Feuer brennt, dann sollte das Wärmereflektor technisch eigentlich ganz gut funktionieren. Von allen Staffeln. Was? Ja, Feuerwurm kann der Stefan. Das ist hier der Stefan. Da ist er ja bekanntermaßen Weltmeister drin, was die Geschwindigkeit angeht. Das scheint er hier mit einem Stück Paracord und einem Schnürsenkel zu machen. Aha, Gummistiefel, gute Wahl, prinzipiell gute Wahl. Da merkt man, der Stefan ist häufiger in Schweden unterwegs gewesen. Das dürften nämlich, da sieht man auch, die haben eine Wandersohle, ne? Das sind so Profilgummistiefel. Könnten Lundhacks sein, das ist so ein prominenter Hersteller. Die Skandinavier selber rennen in ihrer eigenen Landschaft sehr gerne mit solchen Wandergummistiefeln rum. Die sind auch nochmal ein bisschen speziell gefüttert, dass sie etwas die Feuchtigkeit aufsaugen, die der Fuß so nun mal üblicherweise von sich abgibt, da halt nun mal ein Fuß ist, ne? Und gute Schuhwahl, muss ich sagen. Man wusste ja nicht genau, wo es hingeht. Stefan meint, er hatte Neuseeland schon so ein bisschen vermutet und gedacht, dass es da hingehen könnte. Aber im Prinzip ja wirklich eine gute Wahl des Schuhwerks. Das wollte ich an der Stelle nur mal kurz angemerkt haben. Ja, Feuerbohren, ich selbst kann es nicht. Da kann ich also nicht viel zu sagen. Er dürfte unter diesen Bedingungen bei entsprechend raureif ziemlich schwierig allerdings gewesen sein. Da wird das Holz auch schnell klamm. Außerdem, man muss ja eine Zündtemperatur, dass der Funken überhaupt nennenswert was anzünden kann, die muss man ja auch irgendwie erreichen. Und das ist, soweit ich das verstanden habe, schwieriger, wenn die Umgebungstemperatur ohnehin schon ziemlich niedrig ist. Joe erklärt da im Hintergrund irgendwas wahrscheinlich. Das ist der Konflikt. Das ist der Konflikt. Stefan musste bohren, während Joe nur da gestanden ist und geredet hat. Daran wird es liegen. Ja, drum gibt es hier Beef, wie man das Neudeutsch so schön nennt.
Alles klar, brauchen wir uns nicht mehr drüber unterhalten. Ich will. Was Julia hier hat, ist ein Phänomen, das eigentlich bei sehr, sehr vielen Menschen auftritt, die eben in kalten Regionen un labello unterwegs sind. Das sieht man also ganz, ganz oft. Ich war ja auch schon mit der einen oder anderen Gruppe auch in kalten Regionen unterwegs. Und dann gibt es hier irgendwann diese Doppellippe, da gibt es bestimmt einen medizinischen Fachbegriff für, wo man dann eben sehr gerne irgendwie Labello hätte. Meiner Erfahrung nach hilft, wenn man kein Labello hat, genügend trinken, auch ein bisschen weiter. Ist jetzt aber nur so eine rein Feststellung von mir. Ich weiß nicht, inwiefern das medizinisch jetzt irgendwie begründbar ist, aber ich habe immer versucht, wenn das bei mir mal losging, ich bin ein Mensch, der davon weitgehend verschont bleibt, da habe ich einfach Glück, genetisch in der Ausstattung irgendwie Glück gehabt. Und wenn das bei mir losgeht, dann versuche ich mehr zu trinken und es als Anzeichen dafür zu sehen, dass mir irgendwie die Feuchtigkeit zu fehlen scheint im Körper und dann geht das wieder weg. Aber nochmal, das ist rein spekulativ, das weiß ich nicht. Ist mir nur aufgefallen, weil das sieht man wirklich ganz, ganz oft. Meine Frau hat das auch regelmäßig, wenn man ihr kein Labello einpackt oder sie keinen eingepackt hat. Und mein Partner, das schaffen. Aber jede Nacht. Aber Julia, auch nicht mit den Nägeln. Nein. Wobei, die kriegt man, glaube ich, nicht ab, oder? Für solche Zwecke. Also erstens, ich finde die nicht hübsch. Grundsätzlich nicht. Zweitens, das wäre ja vollkommen egal, sind sie halt nicht besonders praktisch für Survival-Unternehmungen. Das wiederum spielt eine praktische Rolle. Aber egal, komm, was soll's. Ja. Diese Kälte. Emotionen. Das erklärt auch, warum da Gummistiefel rumstehen, weil dann sind das wahrscheinlich Stefans Gummistiefel. Keine Ahnung, was das hier für ein Stier, das ist wahrscheinlich dann die Marke von denen. Das könnte sein, dass das einfach Stefans Gummistiefel sind, die er mal ausgezogen hat zwischendrin zum Füßewärmen. Weil ich habe mich schon gewundert, wo kommen da Gummistiefel her? Ist das ein Spaten? Nein, das ist ein Stück vom Propeller, irgendwie sowas in die Richtung. Und sie haben scheinbar doch auch irgendwie Rettungsdeckenfolie. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Haben die nicht bestimmt, die haben doch bestimmt irgendwo ein bisschen Rettungsdecke zu Isolationszwecken. Und dann ist wohl scheinbar der Flieger einer der Schlaforte, wo sie sich dann doch auch in den Flieger reingelegt haben, wenn der da hinten so ein bisschen isoliert ist. Hier oben haben sie noch irgendwelches was auch immer Material, vermutlich auch, um da was abzudichten. Ja, spannend, spannend. Also ich habe da schon, freue mich da schon drauf. Oh, ja. Und zum Kochen gibt es offensichtlich Konservendosen. Weiß nicht, ob das noch Konservendosen mit Inhalt waren, dass sie also so ein bisschen Startnahrung mitbekommen haben und dann die Dosen später als Topf nutzen durften. Oder nutzen durften, durften sie ja sowieso alles, was zur Verfügung steht, so wie ich das verstanden habe. Uns nicht brechen. Einfach sehr gut sehen. Ja, heroisch ersägen. Ich war nie weg, Junge! 1, 2. Aber Joe sieht auch schon ganz schön fertig aus. Also es muss wohl wirklich hart gewesen sein. Aber das bezweifelt man bei diesen Bildern jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass das tatsächlich, dass die Behauptung, das sei die härteste Staffel aller Zeiten, das scheint mir schon ziemlich realistisch. Ja, definitiv. Übrigens, da haben wir hier noch ein bisschen alternative Baumarten, die hier aus diesem Einheitsbrei herausragen. Hat man eben schon mal irgendwie kurz gesehen. Aber jetzt ist es doch nochmal recht deutlich, dass das hier hinten irgendwie was anderes sein muss und nicht eben dieses Standardgebüsch. Die haben jetzt von dem Habitus her ganz andere Wuchsformen als diese kleinen Bäumchen hier vorne. Ich habe leider... Und die sehen immer noch so nadelbaumig aus. Aber das kann eigentlich nicht sein. Immer wenn ich mal die Dendrologen brauche, sind die Dendrologen wieder nicht verfügbar. Ne? Ich bin ja Mitglied in der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Das sind Pflanzen-Nerds. Ne? Ich bin oberflächlich, kenne ich mich so ein ganz kleines bisschen aus. Aber da haben wir wirklich die Pflanzen-Nerds, die Baumgehölz-Nerds von Deutschland. Die könnten da wahrscheinlich wirklich auch so bei verschwommenen Bildern, egal wo auf der Welt, genau sagen, was das da hinten sein muss. Wenn es überhaupt irgendein Deutscher kann, dann meine Oberdendrologen aus unserer dendrologischen Gesellschaft, aber die sind jetzt leider gerade nicht verfügbar. Und wenn ich sie damit nerve, dann halten sie mich auch für verrückt. Also lassen wir das lieber. Ja, und dann gibt es da noch diese berühmte Szene mit dem brennenden Flieger, beziehungsweise mit dem etwas mehr Feuer, als da üblicherweise vielleicht sein sollte. Ja, dann gibt es hier.
Er lernt das erste Mal, dass er irgendwann nicht dabei ist, die Unterkunft sozusagen angezündet wird. Das ist auch in Alone mehrfach passiert, dass Leute deswegen ausgeschieden sind, weil sie dann irgendwann so lange Feuer in ihrer Hütte gemacht haben, bis nachdem gutes Wetter war eine Zeit lang, die Hütte halt irgendwann so durchgetrocknet war, dass es dann doch mal zu einer Entzündung des durchgetrockneten Materials in der Hütte gekommen ist und so eine Hütte brennt dann relativ schnell ab und dann hat man nicht die Energie, nochmal eine Hütte zu bauen. In den meisten Fällen scheiden die Kandidaten dadurch dann aus. Was da jetzt genau gebrannt hat, wann das genau gebrannt hat, wie viel das so zerstört hat und so weiter und so fort, das wird sicher sehr, sehr spannend sein mit anzusehen. Und dieses Bild hier, das man schon längere Zeit vom Logo oder von irgendwelchen, sag ich mal, Postern digitaler Art zur Staffel gesehen hat, das wird dann eben nicht am Ort des Geschehens gewesen sein, weil mit ziemlicher Sicherheit soll das hier ein Fjord sein und den haben wir da definitiv nirgends. Oder vielleicht der nächste See, ein Ausläufer vom See, aber ja, ab 1.10. auf Prime Video bzw. Freevee. Und ich werde das dieses Jahr so machen, dass ich wie immer ein paar Folgen auf einmal, nicht zu jeder Folge wahrscheinlich was sage, zu den ersten ein, zwei vielleicht jeweils separat was, aber dann halt alle paar Folgen einen Kommentar abgeben, vielleicht hier und da mit Bildmaterial unterlegt, aber erst zur YouTube-Ausstrahlung. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich die Zeit, in der das nur auf Prime zu sehen ist, schlicht und ergreifend einfach gar keine Zeit habe, weil ich diverse Kurse habe bzw. Exkursionen. Um da irgendwas drauf zu machen. Und ich werde es mir auf Prime Video schon mal angucken. Ich werde dann allerdings meinen Senf erst nach der YouTube-Veröffentlichung ganz brav, wie sich der Fritz das gewünscht hat, dazugeben und kann dann ja auch gleich, da das ja offiziell erlaubt ist, hier und da noch ein bisschen Bildmaterial aus den entsprechenden Folgen dann verwenden, um endlich rauszufinden, wo ist die Steinheibe? Das wäre schon sehr, sehr spannend. Ich muss demnächst nach Freiburg. Das Arboretum Freiburg im Breisgau. Herzlich willkommen alle Freiburger, die das jetzt hier sehen, beziehungsweise herzliche Grüße. Ihr habt ein Arboretum in Günterstal. Da stehen ein paar Podocaparazäen rum. Ja, habe ich mir das jetzt richtig gemerkt? Heißen die so? Egal, jedenfalls, da gibt es Steinheiben. Da muss ich wirklich nochmal hin und mir die Dinger nochmal angucken, damit. Aber nur deswegen weiß ich nicht. Also jedenfalls in nächster Zeit habe ich dafür keine Zeit. So, das war jedenfalls Bens Senf zum Trailer. Das ist jetzt wie lang geworden? Weiß ich nicht, aber viel zu lang. Und ich entschuldige mich für sämtliche Ausflüge in die Abgründe der Botanik, die keine Sau interessieren. Wirklich was Interessantes beitragen konnte ich sowieso nicht. Ihr habt es euch jetzt angeguckt. Selber schuld. Edge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.